Avíalo. Dankeschön. Das tut gut, ich sag's Ihnen. Guten Abend, liebe Zuschauer, liebe Freunde. Guten Abend in Österreich. Guten Abend in Deutschland, heute ganz besonders in Deutschland. Heute sind wir live zusammengeschaltet. Guten Abend, liebe Freunde in den Nachbarländern rundumher. Willkommen wieder mal in unserem Musikantenstadl, mit dem wir diesmal rund 40 Kilometer nördlich der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz an der Donau gastieren. Ganz in der Nähe der böhmischen Grenze. Wir sind zum ersten Mal in der alten Bierbrauerstadt Freistadt im Mühlviertel. Grüß euch! Wir sind hier in einer Tennishalle. Und da sind also rund 1400 Gäste hier. Ich muss Ihnen sagen, die Tennishalle hätte 5-6 Mal so groß sein können. Aber es ist halt nicht gegangen. Aber von diesen 1400 Gästen, die heute hier sind, sind knapp über 1000 echte Mühlviertler. Und man sagt ja von den Mühlviertlern, bitte schön, das sagt man, sie seien die Spanier Österreichs. Das werden Sie jetzt gleich einmal erleben. Servus Freistadt! Siehst du's? Siehst du's? Ich habe nicht so viel gesagt. Ich habe Ihnen gerade mal jetzt erzählt, dass wir in der Nähe der böhmischen Grenze sind. Das heißt, diesmal werden nicht nur die Hausherren aufspielen, die Bürgergardemusik Freistadt, unter der Leitung von Gerhard Spreitzer. Grüß Sie, Herr Gott. Da sind Sie, eure Leute. Nein, wir haben auch Gäste aus dem Böhmischen eingeladen, aus Budweis. Das ist ein Weg, so circa 90 Kilometer. Auch eine alte Bierbrauerstadt. Da haben wir gleich zwei Kapellen eingeladen. Einmal die Kapelle Budetschka unter der Leitung von Ada Skolka. Und die zweite, und die zweite Kapelle ist die Kapelle Iglovanka und das Stanislav Schima. Herzlich willkommen. Danke. Wie heißt es eigentlich so schön, mit Blumen kann man Freude bereiten. Ich möchte es jetzt gleich einmal tun, und zwar im Namen der österreichischen Floristen und Gärtner, die wieder mal unseren Stadel ausgestattet haben. Und die haben gesagt, pass auf, in ein paar Tagen nächste Woche ist der Valentinstag, der Tag der Blumen. Da sollten Sie dran denken. Machen Sie ein bisschen Freude mit Blumen. Ich mache das heute noch gleich da vorne. Liebe gnädige Frau, ein paar Blumen von den österreichischen Floristen und ein kleiner Gruß aus dem Musikantenstadel. Okay? So, die drei Kapellen, die erleben wir dann noch einmal mit einem zünftigen böhmisch-österreichischen Potpourri. Vorher aber möchte ich eine Gruppe präsentieren, die kommt aus Oberösterreich, aus der Nähe von Gschwand. Sie haben ihr Fernsehdebüt hier im Stadl gehabt und haben sich eigentlich dann mit viel Fleiß, aber auch mit viel Können hinaufgearbeitet. Sie jubilieren zurzeit und haben so ein Potpourri zusammengestellt, 10 Jahre Gschwandner Burm. Und auf dies, wenn Sie sich jetzt freuen, die Gschwandnerburm zusammen mit Ihrer Froni. Thank you.
von Sechser kommt, da hab ich mir gleich ausgemacht, was ich tue mit den Geld. Ich fahr mit Ski vom Flugzeug, hab morgen um die Uhr zuerst nach München auf vorbei. Nach Spanien zum Stier, in Schwarz auf den Kass, Colette in Las Vegas, zu die Weiber nach Paris, wo sicher herrlich ist. Also, es ist schon eine Freude, wenn man sieht, was aus jungen Menschen, denen man eine Chance gegeben hat in einer Fernsehsendung, was aus diesen Menschen geworden ist. Und das ist ja immer das Schöne. Und wir suchen ja immer junge Talente. Und wir haben wieder mal ein Riesenglück gehabt. Ich sage das jetzt den deutschen Zuschauern. Wir haben in Österreich eine Nachwuchssendung, die heißt Wie die Alten Sungen. Und die machen wir zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk, mit der SRG Schweiz und wir vom ORF. Und da haben wir drei junge Leute vor kurzer Zeit dabei gehabt. Zwei Burm, einer spielt Steirische, ist 9 Jahre. Der zweite spielt Bariton, ist auch 9 Jahre. Und Stirndl spielt Gitarre, ist 12 Jahre. Und die haben also da dabei gehabt. Und ihr größter Wunsch war einmal in den Musikantenstadl. Sie sind so gut, sie sind so lieb, dass wir gesagt haben, das müssen wir machen. Jetzt sind sie da und das Besondere ist, und die zwei Herren von der Beschallung, der Erwin und der Stefan, die sind jetzt besonders wichtig, denn die drei spielen live. Es kann auch was passieren, aber das macht nichts. Es ist wert und ich bin sicher, liebe Freunde hier in der Halle, Sie geben Ihnen einen riesen Auftrittsapplaus, denn das Herzl, das pumpert schon bei den drei, drei Dirndl und Burm, beim Dirndl und bei den zwei Burm aus Südtirol. Bitte schön, da sind's. Thank you.
Also ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause geht und Ihnen hier in der Halle. Man zittert direkt mit. Ich habe mit Robert vor der Sendung gewettet, dass er lacht. Bravo, du hast es gehalten. Gelacht hast wie ein Einser und gespielt hast auch gut. Hast du die Steirischen vom Papa gelernt? Ja. Ja? Mhm. Ihr habt euch ja auf ganz eigenwillige Weise kennengelernt, ihr drei, gell? Mhm, ja. Ja, warte, ich gehe ein bisschen da um, dann sieht man dein Gesicht besser. Ach Gott, der Molke ist halt wieder umständlich. Wie habt ihr euch hier kennengelernt? Sie sind in Sarendein gefahren und wir sind einmal in Sarendein gefahren. Danach haben wir da eine halbe Stunde geprobt, danach haben wir, sind wir halt aufgetreten. Ja, ja, haben Sie eh alles verstanden, gell? Ja, ja. Das ist richtig kerniges Südtirolerisches, gell? Jetzt sag einmal, bist du mit Ihrem verwandt oder? Nein, wir zwei. Ihr zwei seid verwandt. Das ist der Auswärtige, ja. Gell? Der ist ja, die sind ja weit auseinander. Wie weit denn, Elfriede? 150 Kilometer. 150 ja. Kilometer. Und zum Proben, wie macht's das? Sie fahren ein Stückchen und wir ein Stückchen und dann treffen wir uns in der Lange. Oh, gar nicht schlecht, gell? Ja. Ich meine, ich muss jetzt dazu sagen, die Spielerei, die kann ich mir nur erklären. Ich meine, da muss man viel üben. Das kann ich mir auch erklären. Was du aufführst auf der Rehrenseppele, das ist ja unwahrscheinlich. 9 Jahre und du spielst schon Janis und sein Bariton und da tun sie erwachsene Musiker sehr schwer. Geht das so ohne weiteres? Ja, ja. Geht schon. Geht schon. Aha. Und wie lang spielst du denn da schon miteinander drauf? 2 Jahre. 2 Jahre? Und wo nimmst du die Luft her? Ich meine, schau mich Lackel an, ich hätte nicht so viel Luft. Auf der Nase. Auf der Nase? Leute, pass auf. Also, noch einmal, das war alles live. Hast du noch einen Pforzer drauf? Nur ein Stückchen oben. Nur ein Stückchen. Und jetzt. Das war's. Da. So. Irgendwas geht uns ja heute noch. Seppeli, was geht uns denn noch? Doch Hirs. Ja, dann schrei ihm doch. Hirs! Wo bist denn Hirs? Jesus, Mara und Josef. Ja, um Gottes Willen. Ja, sag einmal, wie schaust denn du aus? Hirsi. Karl. Was ist denn passiert? Ich habe einen ganz schweren Unfall gehabt. Einen Unfall hast du gehabt? Ja, was ist? Ja, die Nasen habe ich mir gebrochen. Fast. Moment. Was hast du dir gebrochen? Die Nase, also sprich den Riechkolben. Ja, wie hast denn das wieder deppert gemacht? Ja, fast der ganze Schädel ist kaputt. Ja. Ich bin nämlich ich habe einen Kopfstand gemacht von 50 Meter Höhe. Dusch, und dann ist es passiert. Na, da hast du wieder Umschick gemacht. Na, ja, und jetzt? Ich bin selber, und bin natürlich habe bei dieser Gelegenheit sofort eine Schönheitsgesichtsoperation machen lassen. Moment, das verdau ich nicht auf einmal. Du hast dir die Nase gebrochen, ja. Und hast dir zugleich
eine Schönheitsgesichtsoperation machen. Ja, genau. Und heute zum Beispiel wäre der Tag, wo der Verband heruntergehört. Und da hätte ich eine Bitte an dich, dass du das mir machst. Ja, hier sieht das mache ich gern. Aber ich mach's vorsichtig. Ich bin jetzt wirklich neugierig, wie du jetzt ausschaust. Ja. Moment, also. Aufpassen. Ja. Bin neugierig, wie er ausschaut. Was? Ja, ich bin eh vorsichtig. So. Ab. Ja, dann sag einmal, entweder bin ich nicht mehr normal, du schaust ja fast aus wie der Günther Dohler. Wie gibt's denn sowas? Das ist Made in Austria. Brauch ich nicht im Regen stehen, du bist mein Sonnenschein.
Und eines schönen Abends, da ist es mir passiert, ein Girl, das hat mich auf den ersten Blick elektrisiert. Und heute stehen wir beide vor dem Traualtar. Sie sagt zu mir, mein lieber Schatz, es ist doch sonnenklar. Im Regen steh, es ist nicht immer fein. Drum wünsch ich mir von Herzen nur ein bisschen Sonnenschein. Im Regen steh, es ist nicht immer fein. Drum wünsch ich mir von Herzen nur ein bisschen Sonnenschein. Komm mal, sag halt zu mir, ja, dann bin ich immer für dich da. Dann brauch ich nicht im Regen stehen, du bist mein Sonnenschein. Ich hab grad einen Prozess verloren, meine Frau liegt krank im Bett.
geschäftlich bin ich geäffet worden, der Bur hat alles verwendet. Meine Tochter ist gerade arbeitslos und Auto haben sie geklaut. Da hört man sich doch grandios, was gern für dies aufbaut. Mir geht's gut, brennt auch der Hut. Alles klar, wunderbar, alles klar. Die hab zur Zeit keinen Führerschein, mein Karren liegt auf dem Schrott. Als Räumerblatt, wie kurzgeweiht, mein Firma ist bankrott. In Greiz hab ich einen Hexenschuss, in dir das hilft die Gift. Ansonsten hab ich keinen Verdruss, was los ist, was kriegt. Mir geht's gut, brennt auch der Hut. Alles klar, wunderbar, alles klar. Kommt's auch manchmal dick. Ich glaub, ich hab nicht ans Glück. Ich red mir allbei ein. Es könnte das Schlimmste noch viel schlimmer sein. Franzi. Seit 38 Jahren bist du jetzt Jodlerkönig und seit 38 Jahren ist dir der Humor dran geblieben. Wie es dir geht, brauche ich dich nicht mehr fragen, das hast du schon musikalisch beantwortet. Ja, sehr richtig, Karl, aber jetzt sind wir doch eigentlich in der Bierstadt Freistadt. Ja, das ist mein Schaffel. Also da dafür schaut es eigentlich traurig aus, da bei dir auf dem Tisch. Ja, das Bierbringer. Ja, der Maxi. Herzlich willkommen, unser Maxi. Das ist hey. Also, Prost, Franz. Na, servus, die haben einen Zug beieinander. Es ist unglaublich. Ja, was ist denn das? Gut, hä? Ja. Franzi, wenn ich mich so erinnere, und liebe Zuschauer, der Franzl Lang war ja damals so beim ersten Stadl mit dabei und hat dem Wastl, unser Maskottchen damals, das Jodeln beigebracht. Ja, sag jetzt habe ich eine Idee. Jetzt habe ich eine Idee. Da ist der Maxi. Bring ihm schnell was bei. Ja. Also, Maxi, pass auf. Jodeln nächst. Ich möchte so gern Jodeln. Also wirklich, es gibt auch zwei Töne, einen tiefen und einen hohen. Jo-ei-ho-ei. Jetzt probier's mal. Na, warte mal. Ich habe nämlich das absolute Gehör. Ich höre absolut nichts. Da wird von dir schlecht ausschauen. Noch einmal. Da wird nichts werden. Ich würde sagen, wenn der Maxi nicht will, wenn der Maxi nicht kann, hören wir uns, und ich hoffe, Sie sind einverstanden, noch ein paar Hits an vom Franzl Lang. Einverstanden? Ja, richtig! Ja, gut, bravo! Schickt mir im Storkrug aus, drum bringt er auf sechs Gitter, allerweil wird 100 raus. Der Hubert sagt der Meier, versalzt doch gern die Wurst, drum haben wir in seiner Wirtschaft die Leider zu ihrem Durst. Hola! Yola, 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 yola
ihrem Leib, du lässt euch sagen, die Uhr, die wird gleich reinschlagen. Und da hat's drauf achten, das Feuer und das Licht, ja, das ist nirgends Unglück hier. Und wenn's so war, und das nutzen muss, schau, wenn's wo brennen hat, sei's in einem Stall, oder in einem Stall, oder gar in einem Menschenkammer. Das war der größte Jammer. Jawohl, einen herzlichen Applaus für den einzigen Nachtwächter, den es noch gibt in Österreich, Leopold Tischberger. Ja, wunderbar, ja, wunderbar. Liebe Zuschauer, ich darf Ihnen sagen, jetzt geht Schlag auf Schlag, jetzt kommt ein Schmankerl nach dem anderen hier aus Freistadt. Und für unsere Zuschauer, ein bisschen weiter oben im Norden, darf ich sagen, Schmankerl ist was ganz, was Gutes. Also, da wären wir so wie wir zwei. Der einzige Nachtwächter, der noch aktiv herumzieht, Nacht für Nacht und alle Stunden, kommt das Sprichwort. Das Sprichwort ausspricht, Wie lange machen Sie das jetzt? Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Ja. Da sind Sie in Pension gegangen? Ja. Und er macht es aber nicht die ganze Nacht durch, weil sobald wir es heißen zusperren, geht er auch heim. Ja, gell? Jawohl. Also, das war also jetzt das absolut erste Schmankerl. Das zweite folgt zugleich. Etwas, was hier zu Hause ist, ganz was Wunderbares, die Hinterglasmalerei. Die Hinterglasmalerei, die kommt eigentlich aus dem Böhmischen. Dankeschön. Die kommt eigentlich aus dem Böhmischen und ist also, wie gesagt, hier zu Hause. Und weil wir schon wunderbar da sind, schauen wir vielleicht dann nochmal gleich auf das Bild dahin. Dieses Bild werden Sie dann noch einmal erleben. Das ist der Freistadt von seiner liebsten Seite. Und das werden Sie leben dann beim Bürgermeisterfilm als Abschluss. Und der Meister sitzt da, der Professor Wagner, ein gottbegnadeter Künstler hier aus dem Müllviertel. Ich muss Ihnen sagen, Sie haben eine Riesenfreude uns gemacht mit dem Bild. So. Jetzt noch etwas, wenn schauen, liebe Zuschauer, das ist auch eine Besonderheit des Oberösterreicher Landes. Es gibt zwar auch in Salzburg, das sind die echten Goldhauben. Und die Frau Peterbauer, die ist also die Obfrau. Und Sie haben gesagt, in allen Gemeinden Oberösterreichs, das sind 450 Gemeinden, gibt es diesen alten Brauch noch. Und diese Hauben sind sehr, sehr kostbar. Dankeschön, dass Sie zu uns in den Stadel gekommen sind. So, und Frau Elisabeth Draxl, jetzt sind wir beieinander. Jetzt erklären Sie mal ganz kurz Hinterglasmalerei. Erklären Sie uns bitte das unseren Zuschauern. Haben wir das heraus aus dem Ding? Wir müssen außer da, gell? Sonst schimpft der Herr Regisseur, der Kurti Bongratz mit uns. Das ist jetzt einmal der Grundriss von einem Hinterglasbild. Also, das Bild machen wir es einmal so. Ja. So ist es dann fertig. Ne? Genau. So. Und wie beginnt's? Das ist jetzt einmal der Grundriss von einem Hinterglasbild. Ja. So schaut den, aus. Den machen Sie selber? Den wird selber gemacht, ja. Mhm. Ich weiß nicht, hört man Sie nicht übers Mikrofon oder ist alles in Ordnung? Können Sie mir das sagen? Ist in Ordnung. Gut, also so geht's an. Den legt man dann her, dann kommt die gereinigte Glasplatte drauf und dann wird mit einem feinen Pinsel dann die ganzen Konturen nachgezeichnet. Mhm. Wenn der Grundriss dann fertig ist, dann wird Fläche für Fläche mit der Ölfarbe ausgemalt. Mhm. Dann dreht man es um und von der Seite schaut man es dann an. Mhm. Jetzt ist das Bild fertig bis am Hintergrund. Das muss ja trocknen. Mhm. Und dann, wenn wird der Hintergrund gemacht, muss es wieder trocknen und dann kann man erst das Blattbild auflegen. Und so schaut das Bild dann aus, wenn es fertig ist. Und das hat Ihr Vater eigentlich übernommen aus dem Böhmischen und Sie haben es weiter... Von Böhmen ist die Hinterglasmalerei runtergekommen nach Sandl. Sandl war ja der Ursprung. Ja, Sandl, muss man auch dazu sagen, ist ein ganz kleines Ort, also ich glaube 17 Kilometer von Freistadt. Ja, von Freistadt entfernt, genau. Und Sie machen das da beruflich? Ich mache das hauptberuflich, also, wenn Sie nach Freistadt kommen, Hinterglasmalerei kaufen. Schön, ist nicht teuer, gell? Nein. Was kostet sowas ungefähr? 500 Schilling. Also ungefähr 8 bis 7, also 80, 70, 80 Mark. Genau. Gell? Dankeschön weiterhin, viel Spaß ich damit. Danke. Schmack dann nochmal. Gesponnen wird hier noch mit Flachs. Es wird also mit Wolle wird's noch gemacht. Also herkommen, anschauen, nach Freistadt, das ist das Wichtigste. Und jetzt komme ich gleich mal daher. Auch das hat in gewisser Weise mit Oberösterreich zu tun. Das ist der Hans Lang, der vor wenigen Tagen gestorben ist. Er hat Lieder komponiert wie Die Rose vom Wörthersee, Mariandl, das hat er auch gesungen, mit der Maria Andergast zusammen. Und ein Lied, das er auch geschrieben hat, nämlich Ich hab einen Bauernkasten, das hat auch eine Beziehung zu Oberösterreich. Das hat seinerzeit populär gemacht, der gottbegnadete Komiker, der auch nicht mehr lebt. Fritz, kennst du aus, Edmeier. Und an die zwei möchte ich jetzt erinnern mit dem Liedl Ich hab
am Bauernkosten. Oft komm ich abends nach Hause ganz krank, nach einem Tag voller Mühe. Kaum aber häng ich den Rock in den Schrank, ist mir, ich weiß gar nicht wie. Ich mach die Tür auf und bin schon vergnügt, Sorgen auf euch pfeif ich drauf. Und fragt mich einer, woran denn das liegt, dem sag ich, frier, dann pass auf. Ich hoffe an Bauernkosten, an ganzen Euden, an uns bemäuden, mit rote Rosen drauf. Und diese Bauernkosten sagt mir zu dummer, häng deinen Kummer, so wir die Hosen auf. Da passt mein Salzburger Janker hinein, die Taschen, der Mantel und mehr. Selbst für den Bastel war Platz seiner Zeit, Herz, was verlangst du noch mehr? In einer Lot heb ich Rechnungen auf, da hab ich drauf meinen Stier. Und in dem Fach mit vergiss mein nicht drauf, da liegen die Briefe von dir. Ich hab an Bauernkosten, an ganzen Euden, an uns bemäuden, mit rote Rosen drauf. Und dieser Bauernkosten sagt mir zu dummer, häng deinen Kummer, so wir die Hosen auf. Geht dir im Leben so manches verkehrt, denke nicht immer daran. Wenn auch ein Mensch dir viel Kummer beschert und du bist einsam allein, schau in den Kosten, der liegt dir nicht an, der meint's nur ehrlich mit dir. Wenn's auch nur Holz ist mit viel Farben drauf, es ist ein Stückerl von dir. Ich hab an Bauernkosten, an ganzen Euden, an uns bemäuden, mit rote Rosen drauf. Und diese Bauernkosten sagt mir zu dummer, häng deinen Kummer, so wir die Hosen auf. Jo, häng deinen Kummer, so wir die Hosen auf. Und dann mach's zu. So, also auch ein oberösterreichisches Schmankerl. Und ich hab's schon erwähnt, das Schmankerl, das gehört einfach da in die Gegend. Jetzt kommt noch eines. Ein Mann mit Tieren und ein Mann, der sich mit Kindern beschäftigt. Das ist der Horst Maas. Wo ist er denn? Und die Hunterl. Da kommt er jetzt. Also ganz was Eigenwilliges. Da kommt. Na, schau her. Da kommt. Servus, Horstl. Grüß dich Gott. Grüß Gott. Komm. So, oder? Ja, ja. Also, jetzt müssen wir gleich mal erklären, Horst, Maas ist Kinder... Ich bin Spielpädagoge vom Beruf. Spielpädagoge, was heißt das? Ja, ich beschäftige mich mit Kindern, sei es auf dem Spielplatz, sei es beim Ferienerlebnis und sei es, dass wir mit Hunden wir uns ein bisschen hier beschäftigen. Mein Gott, ich muss Ihnen, darf ich das einmal haben? Das sind ja Huskies. Die richtig, ja, sibirische ja, Huskies. Mein, und das Puzzle da, jetzt schau das an. Schau dir das an. Mein Gott, nein. Sind die nicht lieb? Sag, und Sie haben also erkannt, dass es ganz wichtig ist, Aggressionen abzubauen, die aus vielfach auch schon bei Kindern da sind. Denn ich glaube, im Zusammenspiel mit Kindern und Tieren kann man eigentlich Wunder machen. Ich glaube sicherlich, weil durch meinen Beruf eigentlich bin ich hingestoßen zu dem Hobby Schlittenhunde.
Und jetzt habe ich seit 7 Jahren diese Huskies. Und wenn ich so daran denke, dass ich in Zukunft jetzt auch eine Schlittenhundeschule für Kinder mache, wo die Kinder sogar mit den Schlittenhunden fahren können, das ist natürlich für alle hier der Traum, glaube ich, gell? Oder? Macht's euch Spaß? Ja. Ja! Also, ich muss Ihnen sagen, Hostel, danke vielmals und einen herzlichen Applaus. Gerne, Kinder, gerne. Habt's weiterhin so viel Freude mit den wunderbaren Tieren. Viert euch! Ja, wiedersehen. Hoppala! Herr Bürgermeister Mühlbachler, der Hausherr, da ist er. Jetzt ist es Ihr Applaus. Ich darf Ihnen verraten, warum es jetzt so viel Applaus gegeben hat. Erstens einmal ist er sehr beliebt. Zweitens einmal hat es er durchgesetzt, dass der Stadl hierher gekommen ist. Und jetzt habe ich schon so viel erzählt vom Mühlviertel, von Freistadt. Jetzt schauen wir mal gleich ins Land hinein und gerne. Sie erklären uns einmal Ihr wunderschönes Freistadt. Erste Frage. So liegen wir drinnen. Was ist Freistadt eigentlich? Wenn Sie mich fragen, wie es ich erlebe, es ist eine absolute Erholungsstadt. Wir liegen am Ende des Böhmerwaldes. Wir sind umgeben von zahlreichen Wäldern des Freiwaldes, eingebettet in wunderschönen Wiesen, die es erlauben, noch spazieren zu gehen, Erholung zu finden. Die Stadt Freistadt selbst ist charakterisiert durch viele Wehranlagen. Schon oft in der Geschichte hat sie die Bürger zu verteidigen gehabt. Hier sieht man das stattliche Schloss mit dem Bergfried. Den Turm des Katharinenmünsters, verschlungene enge Gassen, wunderschöne Hausfronten. Also nach den Bildern nach muss diese Stadt schon viel erlebt haben, als eine alte Stadt, wenn die Mayer da erzählen könnten. Hm? Ja, das glaube ich auch. Die Leute unterhalten sich gerne am Eis, ob beim Eisstockschießen oder beim Eislaufen. Wir sind ein freudiges Volk, hier in Freistadt. Das habe ich gemerkt. In Freistadt sind die Nächte lang, kann man sagen. Aber schön, muss ich sagen. Das ist die Liebfrauenkirche in ihrer gotischen Schlichtheit. Die Gastronomie sehen Sie hier. Sie lädt ein alle jene, die nach Freistadt kommen wollen. Wir können viel bieten. Freundlichkeit. Wir können natürlich auch Bier bieten. Und wenn der Hagersepp anschlägt, dann schmeckt's ganz besonders. Prost, liebes Fräulein. Sag, Herr Bürgermeister, wie kommt man denn eigentlich am besten nach Freistadt? Es geht ja ohne Probleme. Ob Sie von Wien oder von Salzburg kommen, oder wenn von Sie in Linz sind, dann bitte fahren Sie Richtung Norden, Richtung Prag. An der alten Salzstraße liegt 40 Kilometer nördlich von Linz das Städtchen Freistadt. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ach, da gibt es halt noch so schöne Natur, so gute Luft. Das findet man selten. Das wollen wir unseren Gästen auch bieten. Wunderschöne Bauernhöfe, Urlaub am Bauernhof, Erholung. Da wollen wir eine breite Palette anbieten von Möglichkeiten. Dem Wanderer, dem Sportler, sehen Sie auch, hier ist das Bild jetzt von Professor Wagner. In 2 Tagen hat das gemalt und das ist eigentlich der Abschluss unseres Bürgermeisterfilms. Ich muss sagen, wunderbar. Kommen Sie, Moment, Herr Bürgermeister. Ich möchte Ihnen auch noch den jungen Mann vorstellen, der diesen Film geschaffen hat. Es ist der Wolfgang Wolk. Heißt zufällig auch, so wie ich, ist mein Sohn. Sehr gut. Ja. Gut. Herr Bürgermeister, bedanke mich sehr herzlich für die Gastfreundschaft. Und was ich so gehört habe, auch im Gemeinderat, habt ihr ein wunderbares, friedfertiges Klima. Sie glücklicher. So, machen wir gleich Musik. Bleibst du, machen wir gleich Musik. Und zwar gibt es also diesen, wie man sagen, böhmisch-österreichischen Melodienstrauß. Wie gesagt, mit der Kapelle Budetschka, mit der Bürgergardemusik Freistadt und mit der Kapelle Iglovanka. Auf geht's, Burschen! Musik möchte man hören! Musik
möchte so gerne so ganz was Schönes singen, aber leider Gottes, ich kann es halt nicht, so wie der Franz Lang. Hui, da Sohn von der Mutter. Was, wer? Ob Sie der Sohn von der Mutter sind? Ja, die Tochter will ich sein. Ja, ich habe nämlich einen Eilbricht da für Sie. Was? Brief? Ein Eilbricht, ja. Ach so, danke, Herr Postbote. Herzlichen Dank. Die Mama. Sie kann's nicht lassen, die Mutter. Ständig schreibt's mir. Ich brauche nur bei der Haustierärztin, schreibt sie schon. So, aber sie ist ein bisschen schon vergesslich. Sie hat mir nämlich die letzten paar Jahre 10-mal den gleichen Brief geschrieben. So, pass auf. Interessiert's euch? Ob's euch interessiert? Ja! Ihr hättet ja sowieso vorgelesen. Ja, pass auf. Mein lieber Sohn, mir geht es gut und dir geht es auch gut, dann geht's uns zwei gut. Achso, das wollte ich dir nur sagen. So, als nächstes schreibe ich dir, mein lieber Sohn, ich schreibe dir diesen Brief, damit du weißt, dass ich noch lebe. Ich schreibe ihn auch sehr langsam, weil ich genau weiß, dass du nicht schnell lesen kannst. Großpapa ist in ein Bierfass gefallen. Einige Männer wollten ihn retten, aber er wollte nicht mehr heraus. Deine Schwester Maria hat ein Baby. Deine Schwester hat ein Baby bekommen, da ich aber nicht weiß, ob es ein Bub oder ein Mädel geworden ist, kann ich dir auch nicht sagen, ob du Onkel oder Tante geworden bist. Also, Vater hat auch keine neue Arbeit. Oh, das ist ein guter Job. Er hat jetzt 5000 Leute unter sich. Oh, das ist ein Konzern. Er mäht den Rasen am Friedhof. Oh. Großmutter war auch bei uns und wir wurden alle gegen Erbschaft geimpft. Ja. Deine Mutter, sonst was? Na, du, Bs. Was heißt das? Bs. Bs. Achso, Bs, ja genau. Wollte dir noch etwas Geld hineingeben, hatte aber den Brief schon zugeklebt.
kleiner Busserl. Das wär genau das, was noch fehlt. Was nützt der romantische Mondnacht, wenn du mir vom Fußball erzählst? Ich weiß doch schon lang, dass du mich lieb hast, weil ich's tief in meinem Herzen drin spür. Jetzt stehen wir vorm offenen Himmel und suchen noch immer die Tür. Du traust dich nicht, ich trau mich nicht, wenn das mit uns so weitergeht, dann haben wir zwei uns gern. Viel mehr wird nicht draus werden. Du traust dich nicht, ich trau mich nicht. Wir waren unterwegs mit dem Radl und da war kein Mensch weit und breit. Dann hast mir ganz tief in die Augen geschaut und gesagt, das schönste Wetter ist heut. Vielleicht brauchen wir nur ein Gewitter, wo's fürchterlich hagelt und blitzt. Kann sein, dass du mich dann in den Arm nimmst, kann aber auch sein, das wird nix. Du traust dich nicht, ich trau mich nicht. Wenn das mit uns so weitergeht, dann haben wir zwei uns gern. Viel mehr wird nicht draus werden. Du traust dich nicht, ich trau mich nicht. Und irgendwann ist alles spät, dann wird eine Hochzeit sein. Und du bist heut nicht dabei. Du traust dich nicht, ich trau mich nicht. Wenn das mit uns so weitergeht, dann haben wir zwei uns gern. Viel mehr wird nicht draus werden. Du traust dich nicht, ich trau mich nicht. Und irgendwann ist alles spät, dann wird eine Hochzeit sein. Und du bist heut nicht dabei, dann wird drinnen in der Uhr steckt vielleicht
als Großmutter dann halt ich meine Enkel an. Wird das Tick, Ticke, Tack, Ticke, Tick. Komm am Himmelstor ich an, nimmt mich Petrus bei der Hand. Schau zum letzten Mal ich noch zurück. Großvaters Ruh und macht dick, dicke Tack. Tick, tack, tick, tack, tick. Das, liebe Freunde, das war jetzt das Oberkrainer Sextett aus Slowenien. Kommen gleich noch einmal. Und bei der Gelegenheit möchte ich sagen, herzliche Grüße hinunter nach Slowenien. Es scheint so, als hätten sie es momentan einmal geschafft. Wir kriegen sehr viel Post aus Slowenien. Dankeschön. Ich bin glücklich, dass wir Ihnen damit ein wenig Freude bereiten können mit unserem Musikantenstall. Übrigens, das Oberkrainer Sextett, Wolfgang Lindner mit seinem Orchester, seinem Chor, der Hirs, Patrick Lindner, dann die Münchner Zwietracht, Maria und Margot Helwig und ich, wir gehen ab nächster Woche auf Tournee durch 5 Länder Europas. Wäre schön, wenn wir uns einmal irgendwo sehen und ein bisschen sehen könnten und ein bisschen plaudern könnten. Plaudern möchte ich jetzt mit der großen Dame der europäischen Zirkusmanege. Sie ist wirklich die einzige, aber sowas von aktive Zirkusdirektorin des österreichischen Nationalzirkus. Herzlich willkommen, Frau Direktor Elfi Althoff-Jacobi. Herzlich willkommen im Stab. Auch der Zirkus, der österreichische Nationalzirkus, geht auf Tournee. Da wollen wir auch ein bisschen plaudern, aber wo die Frau Direktor Althoff ist, darf natürlich der stellvertretende Direktor nicht fehlen, Adolf Lehner, der heute Geburtstag hat. Wenn das kein gutes Omen ist. Also, Frau Direktor Althoff, eigentlich müsste ich ja zu Ihnen Chefin sagen, denn für eine Aktion Licht ins Dunkel, über die wir auch gleich plaudern werden, durfte ich einmal bei ihr im Zirkus auftreten mit 9 Löwendamen. Wir haben da so einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Frau Direktor, ich kriege nur immer ein bisschen zu das Gruseln, wenn ich mir die Bilder anschaue. Aber ich muss sagen, es waren friedliche Löwendamen. Da schau her, da ist er.
rank und schlank damals. Ich glaube, es war vor 8, 9 Jahren. Vor 11 Jahren. Stell dir vor. Herr Direktor, was haben Sie denn eigentlich für ein Gefühl gehabt, wie Sie mich da drinnen gesehen haben bei den Tieren, bei den Löwen, Damen? Sie waren doch ein bisschen frech als Dompteur. Und ich war immer froh, wenn Sie wieder draußen waren. Aber es ist ein schönes Gefühl. Wenn Sie nicht so lieb werden, schau her. No. Jetzt. 20 Minuten hat diese Geschichte gedauert. Strom ist uns damals auch noch ausgefallen. Können Sie sich erinnern? Ja. Ich habe immer gedacht, passiert nichts, um Gottes Willen. Aber es ist überhaupt nichts. Sie wären ein sehr guter Dompteur geworden. Genauso wie ein guter Showmeister. Ich bedanke mich für dieses Kompliment. Es gibt ja fast keinen Beruferin. Mund. Ja, jetzt war ich so fasziniert. Ich muss... Ja. Ehre dem Ehre gebührt. Ich muss jetzt dazu sagen, es gab vor wenigen Tagen auch eine große Auszeichnung für Sie, weil Sie wirklich vielen behinderten Menschen helfen durch Veranstaltungen, die Sie in Ihrem Zirkus abhalten. Sie haben das österreichische Verdienstkreuz in Silber bekommen, und zwar vom Herrn Bundespräsidenten. Dazu ganz, ganz herzliche Gratulation. Dankeschön. So, ganz kurz noch Adolf Lehner. Der Zirkus, der österreichische Nationalzirkus, geht auf Tournee. Wann beginnt's? Ein paar Höhepunkte. Es beginnt ganz genau in Niederösterreich am 4. April in Mistelbach. Dann machen wir die große Niederösterreich-Tournee. Zauber der Manege, Zirkuswelten, Zirkuszelt heißt das Motto dieses Programms dieses Jahr. Aus 15 Nationen haben wir die Artisten, Clowns und Tierdressuren. 150 Mitarbeiter haben wir. Über 250 Wagen gehen wieder mit der Bundesbahn über Österreichs Eisenbahnstrecken. Und wir freuen uns schon, wenn es wirklich am 4. April Manege frei im österreichischen Nationalzirkus sein wird. Wir freuen uns auf alle. Toi, 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 euch allen. Toi, 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 aber auch unseren slowenischen Musikanten, unserem Oberkreiner Sextett und dem Orchester Wolfgang Lindner. Wir haben für Sie jetzt ein Stell dich ein in Oberkrein. Vor dem Rechner, danke. Herr Rechner, danke sehr. Thank you.
meine Ruhe. Du hast mich gern, jetzt sag mir warum, denn keine küsst wie du. Muss ich ehrlich sagen, schön, solche Melodien zu ein Stell-Dich-Ein in Obergrein. Wenn so eine Sendung programmiert wird, wird einmal recherchiert zuerst. Das heißt, unsere Redaktion fährt in diesen Ort und schaut, was gibt es alles, was ist interessant. In Freistadt war es also sehr, sehr viel. Unter anderem war auch die Rede von dieser Heeressportgruppe. Während ich jetzt erzähle, schauen Sie mir diese schönen Gesichter an. Das ist unser Bundesheer. Da können wir stolz sein. Schau dir das an. Ja. Also, es wurde mir gesagt, also es gibt einen Heeressportverein. Sie haben eine unheimlich gute Beziehung zur Bevölkerung. Und ich habe mir gedacht, jetzt schaust du mal, was es dort gibt. Da wurde mir angeboten, wissen Sie was, Herr Moik, wenn Sie wollen, können Sie mit einem Tandem-Fallschirm mitspringen, so wie es auch andere Privatleute können, die hierher kommen. Und da möchte ich Ihnen jetzt einmal den Herrn Oberst Bruno Binder vorstellen. Sie sind verantwortlich für den Heeressportverein und Ihr Ziel ist es ja, den Kontakt mit der Bevölkerung noch enger zu knüpfen. Die Heeressportvereine sind für die Österreicher da und wir wünschen uns, dass sie noch zahlreicher zu uns kommen
und unsere Sportarten dort betreiben, wie Sie das gemacht haben. Na ja, das werden wir uns gleich anschauen. Also ich bin dahergekommen, das ist schon ganz einfach. Wissen Sie, da fahren Sie mit dem Hubschrauber hinauf und springen Sie runter. Brauchen Sie keine Angst haben, ich habe bei Pampers mitgehabt, verstehst du? Und dann habe ich mir gedacht, da bei meinen 105 Kilo kommt jetzt ein richtig standes Mannsbild, das wird mich da hinunterlotsen. Na, was war, ich haben führen müssen, den Kleinen da. Den Gernot, 65 Kilo hat er, ist Weltmeister in was? Paraski, Vize-Weltmeister. Vize-Weltmeister. Und ihr macht hier diesen Tandemsprung mit Publikum und den machst du momentan ganz alleine. Ja, in Freistadt mache ich, aber es gibt noch mehr Vereine in Österreich, wo das auch gemacht werden kann. So, jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir uns das an. Das war unser Pilot, der Major Friedrich Stern, und wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Da habe ich gesagt, Herr Major, Sie haben ja schon als Pilot viel erlebt. Was ist, wie oft sind Sie denn schon rausgesprungen beim Hubschrauber? Ja, ich muss sagen, Herr Mulk, Sie waren sehr mutig, denn freiwillig tat ich das nicht. Ja, ich habe auch. Herr Major, ich habe auch viel zu schnell Ja gesagt. Aber wissen Sie was, reden wir nachher weiter. Schauen wir uns das jetzt einmal an. Es war ein schöner Tag am 30. Januar am Vormittag. Moik kam dahin in diesen Bauernhof, den das Bundesheer revitalisiert hat. Der Geierhof. Moik mit Pampers. Grüß Gott, Herr Mulk. Grüß Gott. Oberleutner Grenzer, ich begrüße Sie recht herzlich am Übungsplatz in Freistadt. Bitte, dort darf ich Ihnen vorstellen, in Gernot. Gernot. Ihr werdet mit Ihnen springen. Ja. Servus. Ich würde sagen, packen wir es gleich. So, also, lass mal die Jacken an, oder? Die lassen wir. Mutig ist er noch, mutig. Ob das passt? Passt! Also, Handschuhe. Was ist hier? Die warten schon auf uns. Wie heißt es eigentlich beim Fallschirmspringen? Das können wir brauchen. So, und dann ging's los. Aha. Da wäre eine Chance gewesen mit dem Rotlicht. Aber da ist es eng geworden. Ja. Wir sind rauf auf Gernot. 3500 Meter ziemlich genau. Das ist ein Gefühl, sage ich Ihnen. Ja, ja. Luft braucht man. Der Major zieht uns in die Höhe, wie gesagt, auf 3500 Meter. Und da hängen wir schon beieinander. 3000 Meter. Der Gernot hat mir da also den Höhenmesser erklärt. Ja, ja, Moik. Ja, ja. Nervös waren wir überhaupt nicht. Keine Nervosität. So sind wir wieder gelandet. Mein Gott, ich sag's Ihnen, das ist ein Gefühl. Und die Mama lacht. Und die Mama lacht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Herr Oberst, bei Ihnen. Gernot, ich bedanke mich bei dir, Herr Major, dem gesamten Team. Dankeschön. Und wie gesagt, wenn Sie einmal mitspringen wollen, schreien Sie oder rufen Sie ganz einfach an. Bei der beim Heeresfallschirmspringerclub Freistadt, Tilly Kaserne A4240 Freistadt. So, bedanke mich sehr herzlich. Jetzt gehen wir gleich rüber in unser Faschingsfinale. Und das steht heute unter dem Motto: Hey!
Da sind's. Unsere Musikanten. Prima Kölle, Olaf. Oh, wunderbar. Sogar unsere Kameras sind stecken geblieben mit dem Zeug jetzt, liebe Freunde. Das war's. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es war herrlich. Vor allen Dingen, es war herzlich. Hier in Freistadt, im Mühlviertel. Schauen Sie mal her. Es lohnt sich. Es sind liebe, freundliche Menschen. Es ist eine schöne Gegend. Wir ziehen weiter mit unserem Musikantenstadel. Vorher sage ich danke den Musikanten, meinen Kollegen. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns wieder, wenn Sie Lust haben, am 11. April. Da sind wir im Schwäbischen, da sind wir in Böblingen, eine wunderbare Stadt bei Stuttgart. Also, das ist am 11. April in der Sporthalle in Böblingen. So, jetzt bräuchte ich noch den Hirs. Das kann ja nicht wahr sein. Was ist? Na, ich werd's laufen. Es gibt nämlich Sachen, die es gar nicht gibt. Müsst ihr euch vorstellen, das darf nicht wahr sein. Ich werde wahrscheinlich, leider Gottes, zu eurer Enttäuschung, ab nun den Musikantenstadl moderieren. Bravo. Aber, weil, da gibt's nämlich eine ganz nette Geschichte. Entschuldigung. Bitte. Gibt's nämlich eine nette Geschichte. Was, du bist da? Ja, was soll ich denn sonst sein? Sag einmal, jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Jetzt bin ich fertig. Ja, was ist denn los? Ja, ich bin total fertig. Ja, ich war nämlich da draußen vor der Halle. Ja. Ich sagte eines, da habe ich ein riesengroßes Loch, habe ich gesehen. Ja. Also ich habe schon geglaubt, die machen da einen Viehsteich oder einen Badesee. Und da habe ich einen gefragt, sag ich, was ist denn das? Ja, sagt er, der Molke ist nur mal runtergesprungen, aber der ist mal auch nicht Fallschirm. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, die Musik ist leider jetzt aus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, euch allen hier drin und zu Haus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, bestimmt das nächste Mal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, welch Musik spielt auch hier im Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal. Mir vorn heut so gemütlich beim Wein, die Muse hat gespielt, zwar so fein. Wir haben gesungen, getanzt und gelacht, ans Aufhören, ans Ende hat keiner gedacht. Doch plötzlich zu unserem Verdruss, der Wirt sagt, kommt's leid, macht mal Schluss. Da haben wir die Gläser geleert und froh uns den Abschied beschert. Jo, Servus, für Gott und auf Wiedersehen, die Musik ist leider jetzt aus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, euch allen hier drin und zu Haus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, bestimmt das nächste Mal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, wenn die Musik spielt auch hier im Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal. Yo! La 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 la. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, mit Musik spielt auch hier im Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt, das nächste Mal.